Einige der Ahlul Ilm sagen, in diesem Hadith ist ein Beweis dafür, dass die frommen Menschen vortrefflicher sind als die Engel. Warum? Weil der fromme Mensch ist damit beschäftigt, seine Rangstufen zu erhöhen, indem er für sich handelt, während die Malaika für jemand anderen handeln. Sie handeln für ihn, sie tun und arbeiten sozusagen, in Anführungsstrichen, für diese Person, nicht für sich selbst. Das ist übrigens eine umstrittene Sache in der Aqida. Sind die frommen Menschen, wobei diese Frage keinen großen Mehrwert hat, also praktisch gesehen hat es, also macht keinen Unterschied, ob ich das weiß oder nicht. Aber es ist tatsächlich eine Mas'ala, die umstritten ist. Sind die frommen Menschen besser als die Engel oder sind die Engel besser als die frommen Menschen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erwähne das aus einem anderen Grund. Ich erwähne das jetzt aus einem anderen Grund. Ist jede Mas'ala der Aqida wichtiger als die sozusagen manche Fiqh-Fragen? Ist jede Mas'ala der Aqida wichtiger als diverse Fiqh-Fragen? Nein. Es gibt Fiqh-Angelegenheiten, die nicht nur wichtiger sind, sondern also in ihrer Wichtigkeit, aber auch in ihrem Gewicht bedeutender sind als diverse Aqida-Angelegenheiten. Das ist eine sehr wichtige Frage und ich finde, sowas muss man wissen, das gehört zu den Grundlagen der methodischen Vorstellung über die Aqida. Es gibt nämlich einmal den sogenannten Ilm al-Aqida, die Wissenschaft der Aqida, und einmal die Aqida. Und wir verwechseln gerne beide Dinge. Manchmal reden wir vom Ilm al-Aqida, die Wissenschaft der Aqida, und dann sprechen wir darüber, was ist der Iman an Allah, was bedeutet der Iman an die Malaika. Das ist nicht der Ilm al-Aqida, das ist die Aqida. Ilm al-Aqida ist die methodische, systematische Auseinandersetzung mit der Wissenschaft Aqida. Dazu gehören übergeordnete Fragen, nicht die einzelnen Sachverhalte der Aqida selbst. Zum Beispiel jetzt die Frage hier, manchmal eine Frage, die in der Wissenschaft der Aqida erörtert wird, in der systematischen Wissenschaft der Aqida, sind alle Aqida-Angelegenheiten, jede Aqida-Angelegenheit, die Frage, die ich eben gestellt habe, ist immer jede Aqida-Angelegenheit wichtiger als die Fiqh-Angelegenheit? Ja, es kann umgekehrt. Es gibt Aqida-Angelegenheiten, die basieren auf nicht hundertprozentiger Adilla. Das heißt, wer das abstreitet mit einem Schubha oder so, befindet sich noch im Rahmen des Islams. Es gibt aber Fiqh-Angelegenheiten, die 100% evident sind. Wer sie abstreitet, ist nicht mehr im Islam. Jetzt zum Beispiel diese Mas'ala, die Engel. Was ist besser, die Engel oder die Menschen? Wer keine Ahnung darüber hat, oder nehmen wir an, er hat eine falsche Position darin, er hat eine dritte Position. Wie gehen wir mit ihm um? Und wie gehen wir mit jemandem um, der beispielsweise sagt, das Gebet ist nicht 5-mal am Tag verpflichtend, sondern nur 4-mal? Was ist hier jetzt gewichtiger? Diese Fiqh-Frage oder die Aqida-Frage? Die Fiqh-Frage. Und das zeigt uns auch einen anderen Punkt. Kann es in der Aqida umstrittene Angelegenheiten geben? Hier haben wir ein Beispiel, das ist eine umstrittene Angelegenheit. Genauso wie es in der Aqida 100% definitive Angelegenheiten gibt, die nicht bestreitbar sind, in denen es keinen Khilaf gibt. Genauso gibt es im Fiqh Angelegenheiten, die unumstritten sind, die man nicht abstreiten darf. Aber es gibt auch im Fiqh Angelegenheiten, die diskutabel sind. Und genauso haben wir das in der Aqida. Es gibt in der Aqida wirklich viele, also relativ betrachtet, viele Angelegenheiten, die umstritten sind. Ich gebe ein anderes Beispiel. Das Schwören, Al-Halifu bi-Ghayrillah, Al-Halif bi-Ghayrillah. Wie wird das bewertet? Halwa Shirk? Shirk Asghar? Ist das Makruh? Der An-Nazr, darüber habe ich glaube ich mal gesprochen. An-Nazr, was ist das? Also das Gelübde. Oder hören die Toten, können die Toten in ihren Gräbern hören? Das ist umstritten. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala gesehen? Ist umstritten. An-Nafs,
Sagt man, Allah Ta'ala hat einen Nafs oder nicht? Ist umstritten. Also es gibt einige Beispiele dafür. Auch wenn es relativ betrachtet vielleicht nicht so viel ist, aber es gibt. Und eine der Fragen, beispielsweise, die auch in diesem Ilm al-Aqida behandelt werden, ist es denn vorausgesetzt, dass jede Mas'ala in der Aqida mit einem hundertprozentigen Dalil untermauert wird? Oder reichen auch in der Aqida manchmal diese Al-Adilla al-Dhanniyya, das heißt Beweise, die auf starke Vermutung basieren, wie Ahad-Überlieferung? Was sagt ihr? Reichen aus oder nicht? Die Frage kann man weder mit Ja noch Nein beantworten. Man kann sagen, in manchen Bereichen ja, in manchen Bereichen nicht. Manche Bereiche erfordern hundertprozentige Adille, definitive Adille, und manche nicht. Manche erfordern das nicht. Und das ist sehr wichtig, derartige Fragen zu behandeln. Tatsächlich ist sehr interessant, die Aqida, wenn wir uns die gängigen Definitionen der Aqida anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, du wirst das sehen, sogar in den Büchern der Ahlus Sunnah manchmal. Sogar in den Büchern der Ahlus Sunnah siehst du folgende Definition der Aqida. Sie sagen, عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ بِالْأَدِلَّةِ الْيَقِينِيَةِ. Es ist eine Wissenschaft, mit der man in der Lage ist, die Aqaid, das heißt die theologischen Fragen, anhand 100% gewisser Adilla darzustellen. Diese Definition wird oft von den Ahl Sunnah auch übernommen, aber sie ist von den Mutakallimun entnommen. Sie ist von den Mutakallimun entnommen und tatsächlich erfordert die Aqida nicht immer, dass es sich um hundertprozentige Adilla handelt. Es gibt so viele, viele Detailfragen, wie ist das Paradies, die Eigenschaften des Paradieses, die Eigenschaften der Hölle. Sind da alle Adilla, jede Eigenschaft ist tatsächlich in hundertprozentigen Adilla überliefert? Oder gibt es da viele Einzelberichte, die wir übernehmen? Gibt es viele. Interessanterweise, selbst diejenigen, die sagen, dass die Aqida hundertprozentige Beweise bedarf, selbst die übernehmen viele Texte über die Detailfragen der Qiyama, wie das alles ablaufen wird. Das sind Sachen der Aqida, oder nicht? Oder ist es eine Fiqh-Frage? Wie das am Tage der Auferstehung sein wird? Das ist keine Frage des Fiqh. Das ist eine Frage der Aqida. Aber sie übernehmen darin auch Einzelberichte. Warum haben die Leute diese Definition übernommen von den Scholastikern und so? Tatsächlich gibt es fast bis zum 8. Jahrhundert gab es keine Definition für die Aqida. Es gab keine Definition für das Wort Aqida. Einer der ersten, wenn ich mich irre, ist Al-Iji. Ich glaube, er ist aus dem 7. Jahrhundert. Al-Iji ist von den Al-Mutakallimun. Und danach Al-Jurjani ebenfalls. Er war, glaube ich, der zweite, wenn ich mich irre, oder in dieser Reihenfolge ungefähr.